Der steht immer noch da hinten, immer noch 30 Meter von uns entfernt. Ah. Kaum sage ich's. Schon setzt er sich wieder in Bewegung, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Dishonored 2. Den Knopf werde ich jetzt auf jeden Fall nicht drücken. Der Mechaniker hat aufgegeben und ich glaube auch der Kirin. Der hat's vergessen. Aus der Entfernung kann ich aber gar nichts machen. Was ich schon machen könnte, ich könnte ihm Betäubungsbolzen, Narkobolzen verpassen. Dann würde er schon mal schlafen. Schaden kann es ja nicht, ne? Diese Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Na doch, der nimmt uns schon wahr. Aber er verfolgt die Spur nicht wirklich. Wenn er uns sieht, kommt er erstmal vorgerannt, ganz sicher. Dass ich mich hier nicht lehnen kann. Da ist er, der Sack. Es geht Ihnen gut, hoffe ich. Auf einmal läuft die Was Sie tun, wenn die Wände näher kommen und Sie im Kampf gegen meine mechanischen Soldaten müde werden? Zeigen Sie sich. Wir sind eh in der stärkeren Position. Hast du schon gesehen, was wir mit den Mechanischen machen? Kommt aber nicht näher. Narkobolzen. Besonders zielen. Und schlafen legen. Hat er das Ding jetzt abgewehrt? Ist der bescheuert? Hast eh keine Chance gegen uns. Nein. Nein. Boah. Wie sind das jetzt aber gemacht, ey? Ich habe einen Bolzen verloren. Mich anschleichen kann ich auch vergessen. Suche weiter. Irgendwann finden wir dich. Nein, ach so, da unten kann er uns sehen. Wo sie auch sind, ich finde sie. Schön für dich. Zeit anhalten, da kann er nichts gegen machen. Da ist er machtlos. Mann, ey. Hätte auch mit einem normalen Bolzen locken können, einfach daneben schießen. So. Aua. So, dann lege ich dich erstmal hier hoch. Hoffentlich fährt der Fahrstuhl nicht noch weiter hoch. Wird er zermatscht. Gut. Okay. Okay, okay, okay. Mana ist sehr niedrig. Ich habe nur noch 2 Tinkturen. Na, wir haben es ja bald geschafft. Hallo? Nee, ich mach's anders. Ich mach's anders. Ich werde jetzt erstmal mit dem Kirin eine Etage, 2 Etagen tiefer fahren, werde ihn da vor die Luke legen und dann werde ich wieder hier hochfahren. Mir ist es unwohl, dass der hier oben hockt. Am Ende passiert irgendwas mit dem Fahrstuhl oder er lässt seine Elektrofreunde aus und dann britzelt er ihn und dann haben wir ein Problem. Deswegen, was macht er? Er steht nicht vor der Tür, das ist gut. Na, komm mit. Ist nicht euer Ernst, ich kann ihn hier nicht mehr aufheben? Doch. So, dann... Steht da wer? Nee, wird mehr sehen. Wartung, Wartung. Dann ist er erstmal aus dem Schussfeld. Aus der Schusslinie. Hier wartet niemand und jetzt kann er eh keinen mehr auf uns setzen, denn er kann nicht mehr. Ums. Eine Haftmine. Will ich die nutzen? Jetzt kann ich ja hier oben einfach um mich schlagen. Würde ja nicht schaden. Denn da oben ist ja niemand mehr. Aber ich will mal kurz schauen, ob es hier vielleicht noch was zum Werfen gibt. Sieht nicht so aus. Was ich nämlich machen möchte, ich will den Mechanischen jetzt eine Etage tiefer locken. Und da möchte ich dann wieder hochgehen. Und dann möchte ich einen Falkenangriff starten. Das ist der Plan. So, hier muss doch irgendwas zum Werfen geben. Ich kann ihn noch einfach runterlocken, indem ich hier unten gesehen werde.
Da sieht doch bestimmt irgendwo ein Glas stehen. Futter, aber doch. Geil. Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Von hier was runterwerfen, dann kommt er runter, dann gehe ich hoch mit Teleport. Oder ich gehe hoch, schmeiß was von da im hohen Bogen hier runter, bin mir aber nicht sicher, ob ich dann auch genau treffe. Ich habe ja ein paar Versuche, hier stehen ja ein paar Gläser. Also, erstmal wieder hoch. Will ich den Fahrstuhl gleich oben lassen, wobei, unten lassen und einfach hochhüpfen geht nicht, weil oben ist ja zu. Nein? Genau, das Gitter oben ist ja zu. Deswegen könnte ich das gar nicht. Ach, ja. Tja, ist die Frage, ob ich das hinbekomme. Was für eine Flugkurve hat das Glas eigentlich? Nein! Okay. Das war zu wenig. Die Maschine stellt eine Unklarheit fest. Ja. Mann. Hier pfeift jemand. Wer pfeift denn hier? Ist das der Wind? Das könnte sogar der Wind gewesen sein. Aber hier oben wird keine Wache sein. Der hat doch hier lieber seine Produkte des Vertrauens. Der lässt hier oben keine Stümper wie anderes Gemensch herumlaufen. Mhm. Zur Not gibt es da hinten vielleicht auch noch was zum Werfen. Okay, was habe ich denn noch? Ah, ich habe noch 4 Versuche. Okay. Okay, auf jeden Fall deutlich höher zielen. Nein, ich werde jetzt nicht rennen. Oh. Ja, er kommt jetzt schon runter. Das ist ja cool. Hoffe ich. Ja, da ist was runtergehüpft. Ja! Da kann ich das Glas hier noch hier oben lassen. Ich hoffe, es überlebt. Komm auf. Na, steht etwas ungünstig, aber wird schon. Rückkehr zu Leerlauf. Ja. Die Maschine läuft gerade langsam. Kann ich verstehen. So, erstmal die Röhre ab. Na, Winkel ist so spitz, ne? Waren da gerade die Pfeile zu sehen? Na, zur Not gehe ich dahin, aber... Oder auf die Lampe, genau. Noch besser. Und der zweite Anlauf. Echt praktisch. Und immerhin explodiert er nicht. Ja, super. Jetzt haben wir hier oben erstmal Luft zum Atmen. Schön. Unvorsichtig sollte ich aber dennoch nicht sein. Ich werde hier erstmal was absuchen. Ein Wecker. Nee, brauche ich nicht. Kabelwerkzeug, Zimmer voll? Nee, doch nicht. Eine Narkomine, wichtig. Gut, muss ich nicht unbedingt in den Keller? Ein unfertiger Brief zum Vermächtnis. Oh, es geht um uns und Emily. Ehrlich gesagt bin ich, Emily Caldwin oder ihren Vater, dem kaiserlichen Schutzherrn, gar nicht Gramm. Gramm. Ich habe mich nie um diesen Palastadeligen von Dunwall geschert. Wieso soll ich eine Kaiserin schlechter finden als die andere? Meine Motivation, dem Herzog zu helfen, hatte durchaus mehrere Gründe. Ich wollte weiter in der Materie der Naturphilosophie vorstoßen, um die Arbeit selbst willen und diesen Langweiligen der Akademie das Licht zu zeigen. Also, das schreibt gerade der Kirin, dass sie beinahe ausgelöscht hätten. Außerdem ist mir Ehrlosigkeit nicht fremd, vielmehr sogar willkommen. Doch mein Verlangen wird noch von anderen Dingen angetrieben. Dynastien blühen und zerfallen im Laufe der Zeitalter. Dank banaler Auslöser wie Hungersnöte, Seuchen oder Bankrotte oder Ratten. Nun leben wir aber in einer Zeit, die von Genie geprägt ist. Rose Barrow, Sokolov, Joplin und Hypatia haben mit ihren Erfolgen das Rad der Geschichte zum Drehen gebracht.
Und so wird es auch Kirin Jindosh tun. Der Aufzählung kommt nicht Kirin vor. Wobei, er könnte auch über sich so schreiben. Und es ist mein Ziel, jene in den Schatten zu stellen, die vor mir kamen. Wie die Geschichtsbücher diesen Machtwechsel auch darstellen mögen, es soll festgehalten werden. Es glaube ich doch, Kirin. Dass er nur durch industriellen und technischen Fortschritt gelungen ist. Die Macht ruht nun in den Händen der Geistreichen und die Welt wird nicht mehr sein, wie sie einmal war. Bin mir doch etwas unsicher, wer das geschrieben hat. Kann gut der Kirin gewesen sein, aber es kann auch jemand anderes gewesen sein. So, hier gab's ja die Schmetterlinge. Kirin, Abela, Hypatia und Ashworth. Nicht Delilah? Ist das Hypatia? Ich muss mir vielleicht nochmal... Ich würde vermuten... Delilah, Brianna, Abela und Kirin. Ich muss mir nochmal die Brianna genau anschauen, wenn wir wieder bei ihr sind. Oh, das Hexenhaus kommt ja auch noch. Oh Mann, ey. Hexenhaus kommt noch. Dann müssen wir noch zu Aramis Stilton. Dann müssen wir dann wieder zwischen den Welten tanzen. Das wird wieder ein Spaß werden, aber nur gegen normale Leute. Und dann geht's natürlich noch Delilah an den Kragen. Ein Kopf, ein Schraubstock. Schraubstock. Was zum Lesen? Nein. Was zum Lesen? Nein. Nix zum Lesen. Was zum Werfen? Auch ich hätte noch viel mehr Munition gehabt. Da ist was. Die Reise nach Pandüsschen. Moment. Habe ich vielleicht beim letzten Mal schon gezeigt, aber der Vollständigkeit halber. Nee. Ja, ja, hier ist was. Unter uns. Das muss der Elektroschocker sein, den Jindosh erwähnte. Energie für den Elektroschocker. Nicht vergessen, es steht nicht genug Strom für den Elektroschocker zur Verfügung. Ja, da muss ich wieder etwas spielen. Die anderen Labormaschinen verbrauchen zu viel Strom. Kein Walölknochen. Sieht aus wie edelstes Holz. Ach, ich kann doch einfach hier so gucken. Werden da auch Dokumente angezeigt? Hier war mal einer. Werden auch Dokumente angezeigt? Moment. Ich gehe mal... Wo lag das? Schon wieder vergessen. Ne, hier noch nicht. Das war hier vorne. Ne. Dokumente werden nicht... Doch. Genauso wie der Schriebs an der Wand vorhin. Zum Beispiel. Höre ich mir dann an, wenn wir ihn reinlegen nochmal. Dann sind wir hier durch. Dann geht's mal runter. Dann muss ich erst den Hebel betätigen. Wobei, da ist noch Walöl verarbeitetes. Genau. Wo war nochmal die Hebelerie? War das? Ja, hier, okay. Ich muss die an sich nicht runtergehen, aber abgesehen von dem, was man dort finden kann. Da kenne ich noch eine Rune. Na dann. Genau. Meins. Ein Brief von Delilah. Kirin, du hast gefragt, wie das Nichts aussieht und sich anfühlt, wenn es mit einem richtigen Ort vergleichbar ist. Hier ist meine Antwort. Das war sie nicht. Befasse dich nicht mit solchen Angelegenheiten. Es ist so wirklich wie alles, was ich bisher erlebt habe. Aber wenn du es verstehen würdest, wüsstest du, dass solch eine Aussage so wenig Sinn macht, wie die Aussage, dass ich tot war.
Das Nichts ist unbeschreiblich, es ist unendlich und es ist nirgends, in ständiger Veränderung und fortwährend. Es gibt mehr Dinge im endlos Schwarzen, nichts, Kirin Jindosh, als sich eure Naturphilosophie erträumen kann. Lass die Finger von Dingen, die außerhalb deiner Reichweite liegen, und sei froh, dass du mit mehr Erkenntnis gesegnet bist als die meisten Menschen. Delilah. Ja, wundert mich nicht, dass der Kirin besonders drauf und dran ist, das Nichts zu verstehen. Aber daraus wird wohl nichts mehr, denn er wird bald gebritzelt, geblitzdingst. Hier wäre wieder was zum Werfen. Ein Weckerli. Hier unten war nichts mehr zum Aufheben, oder? Nee. Ein toter Körper. Genauso wie da. Komme ich jetzt noch hoch? Nein. Ach, hier der Wartungsraum. Lieber mal speichern. Oh. Hey, schnell. Ja. Yeah. Ich war jetzt unten, ja? Na komm. Was habe ich denn zuvor gedrückt? Die Optik? Anatomie? Mal gucken, mal gucken. Ob das auch nach System geht? Das Umstellen? Ich habe es zum ersten Mal so hinbekommen. Einfach mal was drücken und gucken, ob es reicht. Und so werde ich es auch wieder machen. Ach, das dauert. Also auf der Schalttafel waren drei Balken zu sehen. Was war hier? Habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Oh, noch was, ey. Fertig? Ah, das muss noch hoch. So, jetzt hier, bring dich in Position. Ach, das Ding auch noch hoch? Nee, oder? Oh. Eins und vier, okay. Dann wer Pony. Ponry. Nix mit Pony. Dass das so lange dauert, was könnte man in der Zwischenzeit machen? Gesundheitselixier aufnehmen, oder? Was mampfen? Stimmt, ich könnte in der Zwischenzeit was mampfen. Hab ja noch etwas Gesundheit aufzuholen. Mache ich beim nächsten Knopf drücken. Also 4 und 1 war es gerade eben. Na, oh, dreht sich der Mist jetzt auch noch? Kommt jetzt noch was hoch? Da hinten kommt jetzt was hoch, hä? Ja. Aha, 4 und 5. Das muss aber voll werden, von daher nochmal Holzkraft. Hol ich mir jetzt was zu futtern in der Zwischenzeit? Reicht noch nicht. Ach komm, weg ist weg. Nein, mache ich jetzt nicht. Wobei der Kirin eh gerade nichts mehr machen kann. Beim nächsten Verstellen werde ich mal den Audiographen abspielen. Das war da gerade eben noch auf der anderen Seite. Ist die Schalttafel gewandert? Ist das jetzt eine von unten? Das Ding steht doch jetzt neben uns. Mann, hier hat sich was getan. Bay 1, ja, da stand vorhin auch noch die 2. Jetzt haben wir da 5 und hier 1. Puh. Ich hätte beim letzten Mal verdammt Glück, nee, dass es sofort geklappt hat. Also relativ sofort. Anton Sokolov, einst kaiserlicher Arzt und Leiter der Akademie für Naturphilosophie. In ihrer Blütezeit der begehrteste Maler des Kaiserreichs. Der Held meiner Jugend. Jetzt meine Marionette. Wenn Sie dieses unelegant aussehende Gerät gegen mich einsetzen wollen, nur zu, Jindosh. Ich weiß allerdings nicht, was Sie sich davon versprechen.
Ich muss zugeben, ich verspüre ein wenig professionelle Neugier hinsichtlich seiner Funktion. Geduld, Scheiße. Mein Freund, Geduld. Der Ablauf ist dabei sehr wichtig. Sie werden meine Elektroschockmaschine schon verstehen. Aber wann? Bevor oder nachdem dieses Licht ihre Augen verlässt? Und wohin geht es, wenn es verschwindet? Wer wird mir das sagen? War schon mal jemand so in den Klang seiner eigenen Stimme verliebt wie Sie, Kirin? Vielleicht könnte das Gerät uns dabei helfen. Nein, leider nicht. Aber was es kann, ist Ihnen das zu nehmen, was Sie am meisten lieben. Ihren kostbaren Intellekt. Wenn Sie nicht am nächsten Prototyp des Mechanischen mitarbeiten, verwende ich das Gerät an Ihrem Gehirn, Sokolov. Ich weigere mich. Als zappernder Idiot nerven mich zumindest Ihre wortreichen Theorien nicht mehr. Ja, auch so eine Spritze. Ich habe jetzt gedacht, die liegt eine Tinktur, aber nein, das war irgendwie eine Mischung aus dem Symbol und dem, was da war. Ich hoffe jetzt, dass das wieder zurückkommt. Das Zeug an Energie, wenn ich jetzt wieder die Chemie auswähle. Ich könnte mir auch einfach Gedanken machen, was wie weiterhelfen könnte, aber es kommt ja auch nochmal das Rätsel. Das Rätsel des Schlosses. Auch wieder bloß zwei. Okay, ich werde jetzt nochmal drücken, aber ich werde erstmal die Pause hier beenden. Nee, die Folge an dieser Stelle beenden und in die Pause gehen. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.